Thaddäus! Sandy schwebt in schrecklicher Gefahr. Hilf mir, sie zu retten! Oh, wie furchtbar! Sally schwebt in Gefahr? Sandy. Warte einen Moment und bleib ganz ruhig, ja? Ich hole meine Eichhörnchen-Rettungsausrüstung! Jawohl, Herr Superheld, alles klar! Und nur keine Panik! Jetzt gibt es nur noch einen, den ich fragen könnte. Plankton! Was ist? Sandy ist in Gefahr. Hilfst du mir, sie zu retten? Ich bin leider ziemlich beschäftigt gerade. Komm, es dauert auch nicht lange. Ja klar, ich würde dir auch gern helfen, aber mir läuft etwas die Zeit davon. Was soll's, dann rette ich Sandy eben allein, wenn mir sonst niemand helfen will. Es sind nur noch wir zwei übrig, Gary. Gehen wir. Gary, du Schnecke! Willst du hier auf deinem Schleim hocken bleiben, während Sandy da oben in Gefahr schwebt? Das Eichhörnchen? Nein, braun. Aber was hat das zu tun mit... Du also auch. Na, das wollen wir doch mal sehen. Was machst du denn sowas? Wegen Sandy. Ich brauche eure Hilfe, um sie zu retten vor diesem schrecklichen Rodeo. Da gibt's sogar Clowns. Jetzt hör mal gut zu. Bei der nächsten Einladung zu einer deiner Pyjama-Partys rufe ich die Polizei. Ja, was zum SpongeBob? Ja, lieber Nachbar. Wo seid denn diese Pudding inzwischen? Wo zum Hals sind wir denn? Über Texas. Was sagst du? Siehst du Sandy? Was? Und sie reitet einen Ochsenfrosch? Wegen euch Tiefseetrotteln habe ich das Rodeo verloren. Was macht ihr hier überhaupt? Wir wollen dich vor diesem Rodeo retten. Mich muss man vor gar nichts retten. Oh, passt auf! Der olle Ochsenfrosch hat Flöhe am Schenkel und kommt direkt auf euch zu. Haben wir Sandy gerettet? Nein, Patrick, haben wir nicht. Ist Geld dabei rausgesprungen? Oh, Kaktus! Der olle Ochsenfrosch hat die SpongeBob geschnappt! Halt durch, alter Kumpel! Und nächstes Mal lass mich beim Rodeo in Ruhe! Ach, Algengrütze!